Recht herzlich willkommen zum 137. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir belagern die Stadt und gucken zu, dass wir die einnehmen. 26.000 sind es noch. Wir hatten ja den Händler letzte Runde hier noch drin, der hier schon 3.000, glaube Fleisch gebracht hatte. Ne? Ja, Fleisch war das, genau. Also der wird dann auch noch weiterziehen. Wir müssen jetzt nur mal gucken, wer zieht da hin, ne? Und was bringt der? Das Entscheidende ist, der handelt das wahrscheinlich ja nur aus, ne? Fleisch gibt's hier. Ist aber nichts da. Oder doch, da. Ne, ist nichts da. Fleisch, Backwaren und was war das dritte? Wein. Ja, da müsste man mal gucken, wie es am meisten Sinn macht da, dass da einer hinbringt das, ne? Hier ist auch Fleisch. Hier ist aber auch nicht wirklich was zum Handeln. Hier gibt es wiederum auch Fleisch. Ist aber nicht da. Backwaren haben wir hier 39 sitzen. Ja, man müsste jetzt einen Händler aufnehmen und mit dem durch die Gegend reisen, ne? Sozusagen. Ja, hier ist nix. Okay, wir gucken erstmal die Belagerung an. In der Zeit werden wir hoffen, dass da was passiert. Ah, guck, zweimal Fleisch verkauft. Super. Da sind es nur noch 22.000. Das läuft im Prinzip auch, ne? Wie sieht's überhaupt in dieser Stadt aus? Einige Stufen, die haben sogar Wein hier. Und davon 112. Und das ist doch das, was wir haben wollen vielleicht, ne? Inhaltetaktik, haben sie gesagt, ne? Ja, was ist hier? Nix. Nix. Jetzt haben wir hier einen Händler, ne? Wer ist denn das? Mogomel. Nee. Oder? Was machen wir jetzt? Nee, da sind wir falsch. Ins Gasthaus. Hier noch einen Händler anfordern. Machen wir mal einen, ne? Gucken, dass wir den kriegen und dann haben wir dann wieder einen. In Sofia war das jetzt, ne? Was mit den Truppen hier? Achso, die sind schon fertig. Dann geht ihr mal da, ne? Genau, soweit. Müsst ihr laufen. Jo. Das sind nur noch 18.000. Und den Jingle hatten wir. War das jetzt hier der Händler schon, der fertig ist? Ja, ist wohl unser Händler. Der steht da schon vor der Tür. Vuk Trupimirokovic oder so ähnlich. Sehr wohl. So, geh du mal in die Stadt, weil da haben wir einiges an Dingenswaren, die wir holen können. Da holen wir mal gerade die 100 Wein ab. Ja, wieso kann ich hier nicht handeln? So geht's, ne? Alles klar. So, 100 auf dem Karren. Mehr geht auch nicht. 100 ist voll. Egal. Dann einmal bitte nach Konstantinopel. Und da müssen wir gleich gucken, wo wir den Rest herkriegen. Wie ist denn hier unten? Okay, da gibt es das eine Fleisch, das ist nicht viel. Sieht hier aus, da sind wir schon bei 13. Das ist auch schon gleich erledigt. Da oben sind wir schon bei 10 Fleisch, das ist ja auch was. Das wird auf jeden Fall dahin gebracht. Dann müssen wir gucken, wo die Backwaren bleiben, ne? Das geht nicht. Das geht nicht, genau. Und zack. 100 Wein verkauft. So, und dann müssen wir gucken, wo wir jetzt schon unterwegs die anderen Dinge herkriegen. Hier gibt es auf jeden Fall 12 Backwaren. Aha, der hat jetzt eine Abkürzung gefunden, oder wie ist das? Ein seefahrender Händler, oder was?
Die nehmen wir mal mit. Und dies auch. Und gucken wir hier vorbei. Lohnt aber nicht, weil da gibt es nichts. Sehr wohl. Gucken wir hier rein. Lohnt auch nicht, brauchen wir auch nicht hinfahren. Dann kann er gleich hier noch gucken. Hier gibt es auf jeden Fall Backwaren. Dann holen wir die da hinten weg. Und hier? Exquisit. Nee, nicht exquisit dahin, sondern exquisit erst dahin. Ich glaube, da oben kommt er auch schon. So, Handel. Oh, 66, cool. Oder haben wir das jetzt falsch gemacht? Das haben wir natürlich jetzt falsch gemacht. Wir müssen es so rumziehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir was geholt haben oder nicht. Mit Vergnügen. Da können wir nicht rein. Dann brauchen wir da auch nicht hingehen. Gucken wir mal hier. Geht auch nicht rein. Dann fahren wir weiter. Dann da nochmal bitte hin. Mal gerade gucken. Da gibt es nochmal Fleisch. Okay. Macht ja dann noch Sinn. Achso, wir sind schon drin, ne? Gut. Schon unterwegs. Schon unterwegs, ne? Hier gucken wir gerade noch rein. Da gibt es auch noch ein Fleisch. Dann holen wir das noch. Sammeln das eine Fleisch noch ein. So, dann auf nach Konstanta. Konstantinopel, nicht Konstanta. Das geht nicht. Ah, ist noch nicht da. So, zack. Und die 10 noch dazu, dann haben wir schon 20. So, jetzt müssen wir noch 23 Backwaren haben und der Rest ist Fleisch. Hier ist nix. Mit Freude. Da brauchen wir auch nicht hin, da ist auch nichts. Lass uns mal gerade gucken, dass wir hier oben erst hingehen. Mit Freude. Da ist aber auch nichts. Mit Dann Freude. Hier hin. Da gibt's auf jeden Fall Brot, das holen wir die 23 da weg. Und Fleisch. Ah, wir haben Ala wieder erobert. Das ist schon mal gut. Was macht der Handel hier? Nix. Gut. Läuft. Alles ist gut. So, das ist dann wieder unsere Stadt, ne? Da kommt, glaube ich, unser Händler, oder? Das ist er. So, dann holen wir hier 23 weg. Okay, da haben wir einen mehr, alles gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir noch das Fleisch herkriegen. Da nicht. So, jetzt fährt der Händler dahin. Mit Vergnügen. War du mal aber lieber dahin. Ja, das mit dem Fleisch haben wir noch ein Problem, ne? Exquisit. Das geht nicht. Ja, das geht wohl. Ja, gibt's aber nichts. Sehr wohl. Können wir mit denen? Ne, können wir wohl nicht, aber da gucken wir, was da am Brot ist. Jetzt muss ich niesen. Entschuldigung. Ah. Schon unterwegs. Schon unterwegs, genau. Fleisch gibt's hier nicht. Sehr wohl. Ist hier irgendwo Fleisch? Nein. Können wir hier handeln? Ne, Budapest geht gar nicht. Exquisit. Da gibt es auch kein Fleisch. Exquisit. Fleisch haben wir nur in den südlichen Gefilden, oder wie sehe ich das? Mit Vergnügen. Ne, hier war auch nichts. Falscher Weg sozusagen. Mit Vergnügen.
Ne, da gab's auch kein Fleisch. Mal so viel schon gehabt? Ich glaube nicht, ne? Da ist auch nichts drin. Auch mau. So, die so können wir mal da einstellen, ne? Da gibt's auch kein Fleisch. Auf, auf! Nee, 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 ihr bleibt hier. Braucht den Händler aber noch. Wo ist denn der jetzt? Ah. Jawoll! Wo ist mein Händler? Den kann man hier auf jeden Fall auswählen. Ah, da ist der erst. Oh, 5 Fleisch hat's gegeben. Hier gibt's nochmal 4. Ja, wir müssen hier unten bleiben. Hier unten gibt's nur das Fleisch. Mit Freude. Ah, das war jetzt doof, ne? Aber da gibt's auch kein Fleisch. Dann mal wieder da rein. Hat man hier unten geguckt? Ich glaube ja, ne, oder? Auf jeden Fall ist da nix. So. Die haben wir geholt. Nochmal da dran, bitte. Ja, da gibt es ein bisschen Fleisch. Dann gehen wir da mal schnell hin. Hier hat auch wieder die Abkürzung genommen, ne? Das ist nur die Frage, ob da noch 7 drin sind. Ja, nur noch 5, schade. Naja, aber dann gehen wir gerade da hin, Händler, und bringen das erstmal weg. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Ach, warum geht das jetzt nicht so? 33 haben wir. Und da haben wir die 100 voll. Jetzt heißt es 67 Fleisch noch besorgen, ne? Schon unterwegs. Und wie sieht's hier aus? Die haben schon wieder 2 produziert. Also das ist hier unsere hauptsächliche Tour, ne? War hier unten im Bursa noch was? Schon unterwegs. Nee, da bleiben. Ja, hier wird auch Fleisch produziert, aber nur 3. Okay. Dann mal hier hin. Mit Vergnügen. Und dann müssen wir gerade das Fleisch da auch noch einsammeln. Und dann reisen wir mal schön hin und her, ne? Sehr wohl. Wir haben schon wieder 1 produziert, ne? Oh, jetzt wird die Karte gedreht. Naja. Mit Freude. War da hinten noch was zu holen eigentlich? Ne, ne, das war nix, oder? Doch, die haben ja auch Fleisch, aber da fehlt es irgendwo dran, an Rohstoffe fehlen. Deswegen produzieren die nicht. Welche Rohstoffe sind das denn, die da fehlen? Salz. Ne, dann lass mal den Vergnügen hier bleiben gerade. Hier gibt's auch Salz. Dann handeln wir das doch mal hier hoch, oder? Der ist noch nicht drin in der Stadt. So, und dann hier hin. Mit Vergnügen. Dann bringen wir das Salz hin und dann können die auch produzieren, ne? Dann kriegen wir das Pökelfleisch hin. So, da ist er. Und zack. Und jetzt sollte da das gleich verschwinden.
Rohstoffe fehlen, aber das nicht hier, ne? Das will ich gar nicht. Ich will ja gar nicht bauen. Ich will ja wissen, dass das produziert wird. Hier ist es. Rohstoffe fehlen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was ich mache. Ja. Und da wurden schon zwei produziert, ne? Tja. Oh, jetzt geht's aber hier los, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell produzieren. Schon wieder zwei fertig. Ja, komm, wir fahren wieder zurück. Oder fahren ist gut, ne? Gehen hier hin, da hin und dann dorthin und dann sollte es klappen. Ich nur gucken, dass wir Salz irgendwo einkaufen und mitnehmen. Zwölf haben wir jetzt, auch gut. Mit Freude. Mit Freude. Kein Fleisch da, okay. Exquisit. Dann halt nach Konstantinopel abladen, ne? Fünfundfünfzig müssen wir dann gleich haben, ne, oder? 51 haben wir erst, okay, ich dachte, wir hätten schon mehr. Oder wir müssen noch 49 haben, sagen wir es so. Mit Freude. Mit Freude. Ach, jetzt haben wir kein Salz gekauft, ne? Naja, okay, das gibt's vielleicht auch hier. Zack, nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch mit. Dann gehen wir da hinten hin und hoffen, dass da schon weitergemacht worden ist und wir schon können da reichlich abholen. 7 haben sie da, okay. Und noch 5 Salz. Ist auch nicht schlecht, das da hinzubringen, ne? Kommt der Händler. Und... Oh, 9 Stück, das ist ja schon mal was. Und das Salz abgeliefert. Gut. Da nochmal hin. Gewitter da. Kommt unser Händler. Noch die 3 dazu. Komm, wir kommen auch das. Nee, das Salz können wir nicht einkaufen, sonst können wir ja kein Pökelfleisch herstellen. Mit Freude. Lass mal so. Ah, der hat jetzt nix. Nee, das wäre süßes Pökelfleisch, das ist auch nicht, ne? Exquisit. So, einmal da hoch. Und dann da reingeguckt. Noch 34, ne? Hier gibt's kein Salz. Gibt's hier Salz? Ich glaube, da gibt's auch kein Salz, oder? Nee, da gibt's auch kein Salz, war klar. Gehen wir mal auf die Handelsroute nach Salz gucken. Aber ich würde sagen, für die Runde soll es auch erstmal reichen. So, da hat der Händler sogar so noch was abgeliefert. Hier gibt es auch kein Salz. Alles umsonst hier, ne? Auch nix. Schon unterwegs. Hier. Auch nix.
Sehr wohl. Haben wir hier noch Salz? Ja, da holen wir das Salz jetzt weg. Ja, die brauchen ein bisschen. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.